Willkommen zurück zu Harvest Moon. In den Bergen gibt es viele Tiere. Macht dich das nicht glücklich? Okay, ich habe versucht, meinen Huhn zu verkaufen und es hat nicht so geklappt. Ich weiß gar nicht, warum. Was dann leider offscreen geschehen ist. Guck, das ist immer noch da. Ich hole den Kerl jetzt nochmal. Was dann leider offscreen geschehen ist, das war folgendermaßen. Da ist ein Typ gekommen, hat mich gefragt, oder ein Tussi, ich weiß gar nicht mehr. Und hat gefragt, ob ich hier einen Huhn verkaufen möchte gegen... Oh, ich weiß gar nicht mehr. Achso, gegen die Frucht. Ja, klar. Das war das. Gegen diese Stärkefrucht. Ihr wisst schon. So, ich möchte meinen Huhn verkaufen. Jetzt aber zum x-ten Mal. So, tschüss. Mach's gut. Ja, wir müssen aber gleichzeitig auf der Farm sein, oder? Je nachdem. Was wollen wir denn machen auf der Farm? Na gut, wir bleiben mal da. Und vielleicht kommt er ja. Ja, ich würde gerne meine Hühner füttern, oder je nachdem. Da kommt er endlich. Ich gebe dir 50, ja. Willst du verkaufen? Ja. Na, sauber. Hat er mal einen mitgenommen. Und wie gesagt, eins haben wir verschenkt oder getauscht. Je nachdem. Ist aber viel Zeug hier. Komm, das nächste. Meine Güte. So viele Eier, so viele Hühner. George lässt grüßen. Nee, nee, ich werde noch ein paar von euch verkaufen. Glaube ich. Das ist mir zu viel. Ich meine, ihr bringt ja auch Geld, ne? Wie viel Kohle habe ich denn? Das 6. Herbst? 15.000! Lieber Scholli, du. Nee, nee, ich will ein paar verkaufen. Ich meine, ich lege auch immer wieder neue Eier ins Nest. Ist ja klar, natürlich. Wie viele habe ich denn jetzt im Moment? 5, 6, 7, 8, 9? Keine Ahnung. 4. Ja, es sind 9. Alter. Ich will noch verkaufen. Ich lege nur 8 Futtereinheiten hin, weil ich will noch eins verkaufen. Das sind mir zu viele. 5. 6. 7. Weil Hühner sind ja auch irgendwie verbunden mit Stress, ja. Und ich habe ja das Geld, ne? So. Du musst leider mitkommen. Du bist Horst. Ach, Horst ist ja der Hund. Nee, Rudi. Ach, keine Ahnung. Komm, kauf nochmal. Und dann gehen wir in die Berge. Ihr habt mir schon zigmal gesagt jetzt, dass ich den Fisch zurückschmeißen soll, den ich geangelt habe. Dafür gibt es auch eine Beere, das wusste ich gar nicht. Jetzt weiß ich's. Und werde es tun, sobald ich dazu komme. Du kannst dienen, indem du... Okay, alles klar. Hol noch eins ab, bitte. Wir verkaufen noch mehr. Ich will nur so 5 oder so haben. Das reicht mir vollkommen. Zu viele Hühner ist auch nicht gut. Om nom nom nom. Im nächsten Jahr, das heißt, wenn der Winter vorbei ist, dann hole ich mir wahrscheinlich noch eine Kuh. Ne? Ach so, Moment mal. Es war doch in etwa so. Wo ist denn jetzt die alte? Ach so, na egal. Scheiß drauf. Was haben wir dabei? Die Axt und die Sichel. Ganz genau. Mal gucken. Ich bin mir nicht sicher. Nee, nicht reif. Nicht reif. Gar nichts davon. Das tut mir aber leid. Sag mal, geht das auch? Ach, tut mir leid um meine guten alten Tomaten und Mais. Aber ich werde euch jetzt mal so entfernen. Es tut mir im Herzen weh. Aber tschüss. So, wo bleibt denn der Kerl? Dich will ich nämlich nicht verkaufen, mein Freund. Du bleibst immer bitte weg, okay? Gut. Ja, wo bleibt denn der Kerl jetzt? Bestimmt, als ich bei den Hühnern drin war. Achso, nö, kann ja gar nicht sein. Schau schon mal hier hinten nach. Was stellt das denn da?
400, das sind die Eier. Verstehe ich nicht. Na, was soll's. Ja, geh mal schlafen, oder? Die Frau wartet. Wir müssen noch ein bisschen kuscheln. Ne? Dass die uns immer abfüllen muss. So, schreib mal ins Tagebuch, mein Guter. Was ein Checker. Om nom nom nom. Ja, du. Du wartest immer noch auf deine... Toll, ne? Wir holen den jetzt nochmal und dann kümmern wir uns um das Gras. Und dann kann er ruhig kommen und das kaufen. Ich tue jeden Tag einen Ton verkaufen. Vielleicht war es ihm gestern noch zu spät. Ja. Aber wenn er sagt, er kommt, dann muss er eigentlich auch kommen, der faule Sack. Auch wenn du schon so alt bist. Huhn verkaufen. Das gibt Kohle. Das gibt Kohle. Ja, also wie gesagt, Kühe erst nächstes Jahr. Da will ich mir jetzt gar keinen Stress machen. Der Winter geht eh so schnell vorbei. Glaubt ihr gar nicht. Oder sollen wir mal in der Nähe vom Eingang bleiben? Ja, okay. Ja. Gute Arbeit. Das Huhn folgt ihm einfach. Das Huhn ist intelligent genug dafür. Natürlich. So, ist das jetzt reif? Tatsächlich. Das ist ein Mysterium. Da habe ich gar nicht mehr dran geglaubt. Dass all das reif werden kann. Ich muss mal gucken, wie viel Futter ich habe. Ja, okay. Ja, ja. Ich verkaufe ja auch Hühner. Dadurch wird es weniger. Sieht aber nicht so aus. Ich mache jeden Tag Kohle, hey, durch die ganzen Eier und Hühner verkaufe jetzt auch noch. Ich meine, so viel will ich gar nicht. Eigentlich habe ich Harvest Moon schon gelöst irgendwie, oder? Kann man sagen. Ich habe so viel Geld. Unendlich Geld irgendwie. Ich bin glücklich. Aber wir wollen noch Kühe sehen, wir wollen noch Kinder sehen. Ja, das ist es, was wir wollen. Und wir werden pflanzen, anpflanzen. Mit dem Pferd. Ach so, das Pferd fehlt ja auch noch. Es fehlt noch so viel eigentlich. Ich habe es übrigens nie durchgespielt. Weil irgendwann wird es mir irgendwie zu langweilig. Das passiert immer dasselbe. Okay, ihr seid 8. Morgen wird leider wieder einer verkauft. Von euch. Oder nee, jetzt schon, komm. Ich bringe euch jetzt schon hin. Einer kann ja auch draußen stehen bleiben. 6. 7. Es trifft leider dich, du Schlafsäbel. Tut mir leid, einer muss gehen. Na gut. Es tut mir nicht leid. Zufrieden? Du bleibst hier. Die ganze Nacht. Ich gehe jetzt angeln. Donnerstag. Es ist 11 Uhr. Ich bin hungrig. Gleich wirst du essen. Ich weiß das. Kommen wir angeln und holen uns eine weitere Frucht. Und dann werden wir im Geheimgarten mal sehen, ob das die Früchte sind. Achso, diesen Eingang hier müssen wir natürlich auch noch freilegen. Das wird bald geschehen. Und wir wollen natürlich alle goldenen Werkzeuge. Also ist doch noch viel zu tun. Aber geldtechnisch zumindest immer gut dabei. Das ist der Lohn für das ganze Gießen und so weiter, was wir alles getan haben. Und jetzt, im richtigen Augenblick, bitte. Corbado. Goldini. Garados. Es war zu spät. Oh, es war zu spät. Bis mein Gehirn schaltet, hey. Unglaublich. Und? Die schläfern einen aber auch ein. Komm. Jetzt. Sofort. Passiert nichts mehr. Okay. Das ist ein Fisch. Nicht essen. Ich werde dich. Ich werde dich. Ich werde dich freilassen. Ich bin der Geist der Quelle. Du hast mir meinen Fisch zurückgegeben. Du bist ein guter Mann. Nimm dies zum Dank. Ein grüner Kobold? Na egal. Eine Beere des Kraftbaums. Om nom nom nom. Holzhacken. Donnerstag, 7. Herbst, ist jetzt 3 Uhr.
Ich weiß nicht, wie viel Holz wir haben. Wir müssten eigentlich mal wieder hacken. Wir tun mal ein bisschen hacken. Wir haben die Hühner versorgt. Und wir haben... Ja, keine Ahnung. Wenn wir genug Holz haben, dann haben wir eigentlich alles, was das Herz begehrt. Wir müssen der Frau auch mal was schenken. Komm, die kriegt einen Pilz. Die Frau kriegt einen Pilz. Die Olle. Die Olle Schabracke. Ne, die braucht immer mal ein bisschen Zeug, aber bei der weiß ich nie, wo die sich rumtreibt. Ich glaube, die anderen Frauen sind standhafter. Die meisten zumindest. Aber jetzt wird sie wohl da sein. Die liegt schon im Bett, die Olle. Okay, ich werfe Pilze in den Kamin. Ah, nur weil die so früh ins Bett geht, hey. Om nom nom nom. Ja, was soll ich denn damit anfangen mit der Information? Ich tue jetzt erstmal wieder einen Huhn verkaufen. Übrigens, wenn jetzt ein Sturm gekommen wäre, wäre das Huhn weg. Man soll es daher möglichst immer im Stall lassen. Tue ich auch, bis auf diese Ausnahme da. Ich gucke mal gar nicht den Wetterbericht an. Was kommt, das kommt. So, du kannst jetzt bei mir vorbeichecken. Das, was da noch liegt, ist Medizin für die Kuh. Dadurch bekommen die auch die Kälber schneller. Ich kann mich fast gar nicht mehr erinnern an die Kühe. Scheiß mal auf die Kühe. Ich rede immer von den Kühen, wenn ich den sehe. Der Kuh-Champion. Kleine Cowboy. So, hol's ab. Verkaufen. Tschüssi. Mach's gut. Das hier reif? Upsa. Falsches Werkzeug. Jo. Wieder neun Felder. Aber es dauert halt, bis es wächst. Ja, der Herbst wird schnell rumgehen, Leute. Ich tue das nächste Huhn für morgen bereits da rein. Also zum... in den Eingangspfersch. Weil leider wird mir das Gras ausgehen, liebe Leute. George und Konsorten. George und Konsorten. Vorbereiten auf einen harten Winter. So, aber die Frau kann sich doch auch um die Hühner kümmern. Jetzt mal ernsthaft. Für was ist denn die gut? Ich meine, die macht nix. Nix macht die, gar nichts. Aber die kriegt jetzt ein Ei. Warte mal ab. Da wollen die immer Kuchen backen oder so ein Mist. Das Weibstück macht gar nichts. Ganz Tag nur umsaufen. Ohne Scheiß, die treibt sich ja da bei meinen Weinfässern rum oder was weiß ich. Mal gucken. Wo ist die denn? Alter! Wo ist die Alte? Mit wem geht die jetzt genau fremd? Ich kann sie nicht finden. Ich gehe nochmal in den Schuppen. Da ist sie doch. Ja, ja. Mhm, toll, freut mich. Wahrscheinlich hast du deinen Liebhaber da in den Krügen versteckt. Okay, Leute. Na du? Ich schmeiß dich in den Brunnen. Wir haben die Hühner versorgt, haben wir das? Haben wir denen Futter hingelegt überhaupt? Ich glaub's nämlich nicht, ne? Nee, eben nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Moment mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das reicht dann erstmal. Das sind mir wenig genug. 5. 6. Wisst ihr, ich will halt nicht mein ganzes Leben damit verbringen, immer die
zu füttern. Okay, Leute, om nom nom nom. Weiter geht's im nächsten Part. Also bis dann und ciao.